gonna build a mountain from a little hill. So, willkommen zurück. Jetzt kommt Gehege Nummer 2, Leute. Nachdem das Gehege hier ja schon sehr gut gelungen ist, meiner Meinung nach, für die guten roten Ferraris, bauen wir jetzt hier das nächste Affengehege hin. Weil ich möchte erstmal bei Tropen bleiben und das bietet sich hier einfach mega an. Ich habe gerade schon gesagt, hier werden wir so einen kleinen Berg machen und sobald ich dann so weitere Figuren habe, ich zeige das mal kurz, beim Bau gibt es halt so Sachen wie Elefanten und sowas. Und ich hoffe, es gibt halt noch vielleicht Affen oder sowas oder irgendwas, was zu den Tropen passt. Weil dann baue ich hier so einen kleinen, quasi wo der Weg sich trennt, hier so einen kleinen Berg hin mit so Requisitien und so. Da habe ich Bock auf jeden Fall drauf. Und hier hinten wird es dann weitergehen auch mit einem Tropenhaus, haben wir schon beschlossen. Also es wird noch sehr, sehr geil, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem zweiten Affengehege. Das Coole ist, man kann hier gleich andocken an den Steinen, dann sind die nicht ganz umsonst. Und ja, los geht's! So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Speedbuild. Wie gesagt, das hier wird das Gehege von den Mantrilläffchen. Besonderheit hier wird sein, dass ich rechts unten ein Underground View haben möchte. Das bedeutet, dass die Leute unten in die Schlafhöhle gucken können. Während die Affen quasi in ihrer Höhle schlafen, kann man von der anderen Seite reingucken. Finde ich eine mega coole Sache und kann man hier und da gerne mal machen. Man sollte es nicht bei jedem Gehege machen, finde ich, aber so bei Äffchen finde ich das ganz nice. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Tunnelsystem der Straßen zu arbeiten. Oft funktioniert das leider nicht so, wie man das möchte, aber man kriegt es dann doch irgendwann hin. Kleiner Tipp von mir. Ihr müsst immer erst ein gerades Tunnelstückchen setzen, sodass er den Boden wegmacht und dann kommt ihr auch runter. Genau, hier habe ich dann mit dem Auffüllwerkzeug versucht, ging beim ersten Mal natürlich schief, wie immer. Mittlerweile muss ich aber sagen, bin ich sehr geübt, ihr werdet das sehen im Laufe des Projekts. Wollte ich da eine Wulst, nenne ich es jetzt mal, drüber machen, über den Weg. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so einfach mit diesen Wegen und mit diesem Tunnelsystem, weil der Weg snappt jedes Mal irgendwie anders und ja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann hinbekommen. Dann hatte ich unten quasi meinen Weg und dann war ich auch zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich bin da immer sehr, 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 sehr penibel, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sieht. Aber nun ja, mein Plan war es, wie gesagt, dass die Leute da runtergehen können und dann haben wir da schon quasi so ein Guckfenster. Wo die Affen dann quasi ihre Höhle hinkriegen. Die Höhle kommt natürlich noch. Das Ganze dann natürlich mit Glas versehen, dass sie da auch reingucken können. Dabei nehme ich das Einwegglas dann. Auch hier gibt es immer Probleme mit dem Weg und der Mauer, denn der Weg, Quatsch, die Mauer, nee doch, der Weg, der hat einen gewissen Radius oder einen gewissen eine Hitbox quasi. Deswegen spinnt das manchmal ein bisschen rum. So. Ja, ähnlich wie bei dem anderen Gehege habe ich hier die Mauern so hoch gemacht, wie der Weg ist. Weil ich das einfach, wie gesagt, ganz cool finde, wenn die Leute so über die Barriere drüber gucken. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die gestrichene Linie ist das aus, also das ist die Grenze der Map. Und da kann man den Zaun leider nicht ganz ran machen. Aber passt schon. So, hier hatte ich dann die Scheibe begraben, wie ihr seht, und habe mir dann so eine kleine Höhle gleich gemacht mit Erde. Diese werde ich natürlich noch ausgleiten mit Steinen.
Aber so haben wir wenigstens schon mal einen kleinen Umriss der Höhle. Den Mitarbeiterzugang fand ich ganz geil, wenn der da unter der Brücke ist quasi, weil dann sehen die Leute den nicht und er stört halt nicht, er fällt halt nicht auf. Noch dazu sind die Mitarbeitergebäude unter der Erde. Ihr werdet sehen, das wird sich durch den Park durchziehen. Hat sich für mich einfach als die beste Methode herausgestellt, dass man die Mitarbeitergebäude einfach unter der Erde versteckt. Macht sich ganz gut und die Leute sehen sie nicht so schnell. Und man kriegt keinen negativen Einfluss. So, weil ich an dem Tag zu viel Langeweile hatte, habe ich den Gang mal mit Holzwänden ausgekleidet. Ich wollte einfach mal gucken, wie es aussieht. Aber keine Angst, das ist hier der einzige, den ich gemacht habe. Ich habe es auch ein bisschen gecuttet, damit es schneller geht. Es hat eine Weile gedauert, dieses Aneinandersetzen, weil der Weg ja auch nicht so gerade ist. Aber hier hatte ich einfach mal Bock, diesen einen Weg zu verkleiden quasi. Generell muss man sagen, sieht auch sehr cool aus, gerade im Dunkeln, dann mit dem Licht, was ich gleich noch platziere. Aber habe ich natürlich nur bei dem Eingang gemacht, einfach weil ich mal wissen wollte, wie es aussieht, was man machen könnte. Und gerade mit diesen Lampen hier, die eigentlich für den Boden sind, wenn man die so an die Seite packt, dann sieht das schon ganz geil aus. Aber jetzt das bei jedem Mitarbeitergang zu machen, das wäre mir doch ein bisschen heavy und viel zu viel Arbeit. Und deswegen habe ich es nur hier einmal gezeigt, was man machen könnte. Und ich finde es trotzdem ganz geil eigentlich. So, da es hier unten auch ziemlich dunkel ist, habe ich mir gedacht, mit diesen Leuchtstoffröhren kann man doch eigentlich so einen kleinen Neonweg machen. Finde ich eigentlich ganz geil. Muss ich dann nochmal wegmachen, weil natürlich darf da keine Lücke dazwischen sein. Aber das sieht dann so aus, als wäre die Leuchtstoffröhre im Weg drin. Fand ich eine coole Sache. Könnt ihr mir gerne mal schreiben in die Kommentare. Jetzt sofort, ihr Faulen. Ihr seid immer so schreibfaul. Ich möchte mich doch mit euch unterhalten. Wie ihr das findet mit diesen LEDs quasi oder mit den Leuchtstoffröhren am Wegrand. Hier habe ich noch welche quasi an der Decke platziert, am Schlafplatz. Ihr werdet sehen, die werden auch nicht weiß bleiben. Wir wollen ja die Tiere nicht stören. Sondern die kriegen so einen kleinen Anstrich und dann sieht das nachher im Dunkeln halt richtig cool aus mit der Höhle, wenn da so ein bisschen Licht drin ist. Und ich fand die Lampen hier ganz cool. Das sind quasi Ketten und daran hängt dann die Leuchtstofflampe. Genau, ich habe mich hier für Orange entschieden, weil es einfach beruhigend ist, gerade wenn die da schlafen. Und sieht schon ganz nice aus. Ihr werdet es nochmal am Ende des Videos sehen auf jeden Fall. Ja, Leute, soweit dazu erstmal. Die Höhle ist schon mal provisorisch fertig. Jetzt kommen natürlich noch kleine Steine, aber dazu werde ich jetzt nicht mehr viel kommentieren und viel Spaß beim Rest des Videos. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Vergesst den Daumen nach oben nicht, würde mich mega freuen, unterstützt meinen Kanal und auch die Videos. Und genau, viel Spaß im weiteren Video.
So Leute, das Gehege ist soweit fertig. Was ich ja besonders cool finde, ist hier unten. Da fällt mir gerade ein, wir haben eine Seite noch vergessen. Eine Seite noch vergessen. Okay, holen wir schnell nach, komm. So viel Zeit muss sein. Bau. Lichter. Lichterkette. Nee, quasi hier so eine. So eine Röhre. So viel Zeit muss sein, Leute. So viel Zeit muss sein. Das muss schon auf beiden Seiten sein. Sonst ist hier unten stockduster. Das wollen wir unseren Besuchern ja nicht antun. So, hier muss ich wieder so eine halbe bauen. Hier müssen wir wieder bescheißen quasi. So, X. Und man sieht so leicht. Man sieht so leicht den Übergang, aber bitte verzeiht es mir. So. Und hier würde ich tatsächlich jetzt noch zwecks Beleuchtung vielleicht hier noch so eine. Lampen bauen. Damit sie wenigstens ein bisschen Licht haben. So. Fällt mir gerade ein, das wäre ganz geil, wenn wir hier unten tatsächlich aber auch rauen Felsen haben. An der Decke quasi. Ja, Mann, guck mal. Das wirkt gleich viel kälter und düsterer hier unten. Bei den Affen. So. Gucke doch. Prima, nu freili, so. Unterm Weg auch natürlich. So. Ah, hier fehlt noch. Finde ich aber cooler, weil es unterirdisch ist. Das muss so. Das muss so, Leute, das muss so. So, und dann bauen wir jetzt, brauchen wir jetzt Mandrill. Ich finde das so bescheuert, dass das hier nicht alphabetisch geordnet ist. Wer das programmiert hat, gleich Ohrfeige. Das ist doch mal was, das muss man doch mal ändern, Leute. Dass das hier einfach mal alphabetisch ist. So, Mandrill, ich würde die gerne so kaufen, weil ich gehe davon aus, die gibt es auch so zu kaufen. Ja, drei Stück zumindest. Aber die sind voll für den Arsch. Okay, wenn wir die uns für Dingsbums holen. Bist du im Franchise-Modus? Yep, ich bin im Franchise-Modus. Bis 400. Wir gucken mal, was wir da so kriegen. Ich bräuchte gern erstmal Weibchen. Das wäre nicht schlecht. Es gibt keine Weibchen. What? Es gibt nicht ein Weibchen. Das ist hart. Digga. Für 1,5, will er mich verarschen? Dann warten wir noch. Dann warten wir noch. Dann kommt er da erstmal alleine rein. Ist mir egal. Dann kommt er da erstmal alleine rein, der Gute. Dann kann ich jetzt so lange, bis der da ist, hier mal schnell noch weitermachen. Was ich davor habe, genau, Felsen. Und zwar hatten wir da die grauen genommen, richtig? Die hatten wir, ja. Die hatten wir da. Wo ist denn der Platte? Da. Mich anpassen, bitte. Badabada. So. So. Äffchen, bist du da? Hallo, Äffchen? Hat die dich gerade da reingesetzt? Jetzt kommt er. Oh, wir können aber schon mal auf Gehege gehen. Mandrill auswählen. Spricht man die überhaupt so aus? Mandrill? Wahrscheinlich, oder? So, für die haben wir natürlich schon voll viel freigeschalten. Weil die habe ich schon erforschen lassen. Was? Die brauchen auch diese Beschäftigungsbox? Das ist ja nice. So, wir können mal gucken. Diese Kletterdinger. Welches wir da nehmen? Ich hätte. Ich
bin der Meinung, es gab mal fettere. Also so richtig, guck mal hier, so richtig groß ist es ganz geil. Muss nur mal gucken, wo ich das hinstelle. Vielleicht hier so übers Wasser. Weil die Leute, die sehen die ja dann auch am besser. Guck mal, so ist doch ganz cool. Vielleicht noch sogar noch ein bisschen weiter vor. Ein bisschen weiter vor. Muss nur aufpassen, dass die nicht raushüpfen. Aber hier dürften die auch nicht drüber kommen. Ich meine, hier ist eine Kletterdings. Zur Not machen wir hier den Stein noch ein little bit tiefer. So, und dann Gelände abflachen. Puff. Ja, obwohl hier hinten ist Kacke. Machen wir hier wieder hoch. Aber eigentlich dürften die da nicht drüber kommen. Bin ich ziemlich sicher. So, dann ein bisschen Ordnung muss sein hier. Zack. Weniger Gras. Weniger Gras, mehr Felsen bitte. So. Okay. Man kann ja auch jetzt eigentlich gucken, wenn ich jetzt auf das Vieh klicke. H drücke und dann haben wir hier, wo er überall hinkommt. Okay, hier oben kommt er schon mal nicht hin. Hier kommt er auch nirgendwo hin. Nice, also der kommt da nirgendwo hoch. Problem wird sein, ja nee, die wollen tatsächlich ein bisschen Pflanzen haben. Weil hier muss er auf jeden Fall ein bisschen hier Pflanzen rein.
Geil, dann können die hier rumklettern wie die Affen. Hier können sie pennen. Von hier kann man angucken, wie die da schlafen. Oh, Leute, das ist... Da hat er mal einen gucken lassen, wieder mal. Ich hab's euch gesagt, ich gebe mir Mühe bei meinem Gehege, bei meinem eigenen Zoo. So. Geil, oder? Bin super Perfektionistin, grauenvoll. Eieiei. So. Bei so einem Spiel schon, sonst nicht. Ah, okay. So, das finde ich echt schon wieder echt cool. Finde ich cool, das Gehege. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Fressen haben wir. Jetzt brauchen sie noch einen Saufplatz. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja hier noch einmal trinken. Aber wisst ihr was? Das versuche ich wieder zu verstecken. Müssen mal gucken, wo am besten. Hier finde ich cool. Das verstecken wir wieder. Hier so. Und dann so. Das Coole ist, die saufen halt trotzdem draus. Auch wenn das halb in der Mauer drin ist. Aber ich finde es nicht so schlimm, weil es sieht nicht kacke aus. So, Sand muss natürlich auch wieder hin. Finde ich irgendwie cooler, wenn da Sand ist. So. Dann können sie da nämlich saufen. Ich meine, die trinken glaube ich auch aus dem, aber... So, wie geht's dir denn jetzt, mein Großer? 100% Pflanzen, perfekt. Gelände auch 100%, das hier geht gleich hoch. Ja, Digga, du bist zwar fast tot, aber du darfst dieses Gehege gerne noch dein eigen nennen. So, wir haben jetzt zwei Gehege. Ah, ich habe noch was vergessen, Leute, wir sind noch gar nicht fertig. Ich habe noch was vergessen. Oh ja, das machen wir. Pass auf, ich klaue den Baum hier. Weil hier drüben, hier ist noch nackiger Felsen, aber... Ich wäre ja nicht Chrisplay, wenn ich nicht schon eine Idee hätte. So, zack. Zack. Guck dir das an. Guck dir das an! Und das funktioniert, Leute! Das funktioniert! Ich find's echt nicht kacke. Ich finde es echt nicht kacke. Da wachsen halt Blümchen. Putz. Hier dieselben wie hier. Könnte sogar noch ein bisschen. Komm, ein bisschen brauchen wir noch. Wo ist dieser Baum? Das ist der hier da unten. Den gibt es doch auch nochmal in kleiner, oder? Das ist der große. Das ist der ganz große. Uch. Sind doch nicht in kleiner. Scheiße, das war schon der kleinste. Okay, dann so. X. Guck dir das an. Guck dir das an! Eine Augenweide! Ich muss noch ein bisschen neigen. Ah, jetzt muss ich gucken, ob er jetzt zu viel Pflanzen hat. Das könnte gut möglich sein. Oh, ist gerade noch so. Aber schon wieder nur noch 99. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo... Warte mal, die Dattelpalme ist immer noch drin. Die da... die da oder die da. Und wenn ich die weiter rüber die da tue. Ich sehe nix. Zählt wahrscheinlich immer noch mit rein. Scheiße. Ne. Zählt sie nicht. Bots, Junge, 100%. Geiler Affe. Ich glaube, das baue ich dir nach. Mach doch. Sieht echt geil aus. Und die Leute können halt von oben gucken. Das ist halt echt cool. So, das heißt aber, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja hier noch... Wir bauen uns das gleiche wie hier drüben. Wir klauen uns das quasi hier drüben. Denn warum nochmal bauen, wenn wir schon haben? Die Lampen zählen nicht mit, warum nicht? Hey, 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 warte mal. Vier Objekte. Jetzt dürfte ich alles... Nee, die Lampe ist wieder nicht dabei. Da, die Lampe kriege ich nicht. Okay, warte, wir müssen das von oben machen. Jetzt haben wir fünf Objekte. Das duplizieren wir. Nice, hat funktioniert. So, das stellen wir hier hin.
So, jetzt muss ich kurz gucken. Das hatte ich unten festgemacht, wa? Ja, quasi, dass der untere Balken mit dem Geländer abschließt. So. Hört mal. Da ist es halt richtig an der Wand dran. Das muss hier natürlich auch richtig an die Wand dran. Das geht so nicht. Kann man das nicht zusammen verbinden eigentlich? Ich weiß, dass das irgendwie geht, aber... Jetzt hat er das da unten mit ausgewählt. Das ist schlecht. Warte mal, so vielleicht. Lass los. 5 Objekte, okay. So, ne, eine Gruppe hinzufügen. Buff, jetzt habe ich eine Gruppe. Nice. So, und das muss natürlich jetzt hier schon ordentlich ran, quasi. Und Mandrill. Flop. Zack. Mandrill. So, das heißt, hier Bildung ist auch wieder am Start. Dann könnte man tatsächlich, um die Bildung noch ein bisschen mehr zu fördern, hier noch so einen tollen Automaten hinstellen. Das mögen die Leute ja, habe ich mir sagen lassen. Ey, Digga, nicht 2. So, und da stellen wir, was machen wir da an? Amphibienstern passt nicht, Abholzung der Wälder passt doch zum Affen. Geil. Das passt, Leute, das passt. Umgebungslautsprecher könnte man jetzt tatsächlich jetzt hier unten noch hinballern. Machen wir auch. Machen wir auch. Da kenne ich nichts. Puff. Guck dir das an. Den lassen wir auch grün. Und da machen wir auch wieder hier Dschungelvögel oder Frösche oder Dschungelinsekten machen wir. Guck mal. So. Ja, Silvan, ich habe morgen frei. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, gibt es denn mittlerweile Weibchen? Weibchen! Keine Weibchen. Fuck. Ich brauche aber Weibchen von den komischen Mandrill-Dingern. Das hier können wir sowieso mal ausmachen. Aber es gibt keine Mandrill-Weibchen. Habe ich die nur angewählt? Ja. Nur die? Ja. Und Weibchen. Es gibt keine Weibchen aktuell. Da muss er leider erstmal alleine klarkommen, der Gute. Der Gute muss erstmal alleine klarkommen. So, wir brauchen auf jeden Fall hier noch, ist mir wichtig, einen Lautsprecher für die Umgebungsgeräusche. Puff. Da machen wir aber auch wieder Wald. Beziehungsweise Dschungelvögel. So. Und das kommt in den Boden. Puff. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit tatsächlich. Also hier wollen wir eh noch was hinmachen. So ein Begrüßungsding. Jetzt wäre es aber an der Zeit, vielleicht auch ein paar Vivarien noch zu machen. Weil dann können wir den Zoo endlich eröffnen und kriegen, sind im Plus auf jeden Fall. Das wäre gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich werde, glaube ich, hier Vivarien hinstellen. Ja, das machen wir.